Spannung, Spaß und gute Laune. Das ist das Dragon Boat Race in Würzburg. Ja, herzlich willkommen zum dritten Drachenbootrennen der Fachhochschule Würzburg. Wie gewohnt bei herrlichem Wetter im alten Hafen hinter dem Kulturspeicher in Würzburg. Wir sind hier in dem Jahr wieder 13 Mannschaften, 13 Superteams, die teilweise top verkleidet sind und top Outfits mitgebracht haben, die absolut spannend gegeneinander paddeln. Rudern hätte ich fast gesagt, aber es ist kein Rudern, sondern Paddeln. Die Teams sind alle absolut gut drauf. Wie in den letzten Jahren auch, ist es wieder eine Veranstaltung des Studiengangs Medienmanagement, die im Rahmen einer Projektarbeit es möglich gemacht haben, dass das Drachenbootrennen, das FH-Drachenbootrennen in dem Rahmen überhaupt stattfinden kann. Ja, herzlichen Dank, Herr Wehner. Die erste gute Nachricht, alles was in Würzburg dreimal stattgefunden hat, hat schon Tradition. Das heißt, ab sofort darf jetzt von einem traditionellen Drachenbootrennen die Rede sein. Zuversicht beim Team Distelhäuser. Also das Drachenbootrennen ist im wahrsten Sinne eine frische Idee und da konnten wir nicht Nein sagen, dass wir gefragt worden sind, hier mitzupaddeln. Man hat schon mal die Gelegenheit, in so einem geilen Ambiente hier im alten Hafen in Würzburg gegen andere Firmen sein können, unter Beweis zu stellen. Und wir haben ja letztes Jahr das Rennen gewonnen. Weil jeder gewusst hat, und wir sind natürlich daran, auch den Titel in diesem Jahr zu verteidigen und beim nächsten Jahr dann auch wieder hier als Favorit ins Start zu gehen. Glückwunsch auch an die Organisatoren von Drachenbootrennen mittlerweile zum dritten Mal. Die ersten Rennen beginnen. Immer zwei Teams treten gegeneinander an. In den Vorrunden geht es um die beste Zeit. Danach geht es im K.O.-System bis ins Finale. Doch für manche ist der Sieg nur Nebensache. Der richtige Auftritt muss es sein. Die Teams kamen verkleidet als Märchenzwerge, Mondbewohner oder als Rettungsschwimmer. Hauptsache auffallen, das ist die Devise zum Style Award. 1, 6 von 13 abgegebenen Stimmen für das Team Captain Future. Vom Captain Future Team, das ist ein Masterstudiengang zum Thema Innovationsmanagement im Mittelstand. Ja, wir sind die Gewinner des Style Awards 2010. Der Name Captain Future Team ist entstanden aus einer Kultserie der 80er Jahre. Da gab es eine ziemlich trashige Serie, Zeichentrickfilm. Ja, und da ist der Name daher entstanden. Ja, hat Spaß gemacht dabei zu sein und wir freuen uns aufs nächste Jahr und schick sehen wir schon mal aus. Ciao. Zurück zum Rennen. Der Favorit Distelhäuser hat es bis ins Finale geschafft. Sie müssen nun gegen das WVV-Powerteam der Stadtwerke ran. Es ist spannend bis zum Schluss. Die beiden Teams liefern sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur knapp unterliegt der Titelverteidiger dem Herausforderer. Ausgelassen feiert das Team den Sieg. Mit der Bestzeit von 1 Minute und 26 Sekunden gewinnt das WVV Powerteam das Drachenbootrennen 2010. Und wie kam es beim Publikum an? Das Drachenbootrennen ist für dich? Spaß pur. Heiß. Cool. Geil. Nass. Wow. Fun. It's like an Indian word, okay, masti. Masti means fun in India.
sagen, sehr etwas für awesome was. Ein Wort über das Dragon Boat Race? Ein. Ja. Gut gelaunt sind die Zuschauer auf jeden Fall. Ob zu Land oder im Wasser. Na dann sehen wir uns im nächsten Jahr beim Dragon Boat Race in Würzburg.